Guten Tag. Heute möchte ich einen weiteren kleinen Beitrag bringen zum Thema Corona und Hygiene. Kürzlich habe ich euch schon meinen Stab gezeigt, also den UV-Licht-Desinfektionsstab. Und ich habe aber ein weiteres Gerät, nicht allzu teuer, nennt sich Coating Machine. Ist eigentlich gedacht für Handys. Die kann man dann also so hineinlegen und dann vielleicht auch nochmal beim zweiten Mal so. Aber wie ich finde, eignet sich dieses Gerät auch durchaus zur Desinfektion von Stoffmasken, wobei man die allerdings auch von beiden Seiten machen sollte, finde ich. Es ist UVC-Licht, also keine Mondstrahlen oder Quantenaussendungen oder ähnliche Dinge, sondern eine erprobte Sache, die es früher vor den Antibiotika auch in Krankenhäusern oft gab. Und die vielleicht auch wiederkommen in Krankenhäusern. Da ist ja zunehmend Antibiotika Resistenzen gibt, beziehungsweise präziser gesagt, weil die Bakterien und Viren auch gegen die herkömmlichen Desinfektionsmittel nicht mehr so darauf ansprechen. Aber nun mal zur Praxis mit dem Handy, das mache ich nicht vor, das könnt ihr euch auch vorstellen. Das Gerät spricht leider nicht Deutsch, aber dafür Englisch. Und man könnte auch noch irgendwas mit Parfüm oder Geruchsstoffen einfüllen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Brauche ich vielleicht auch nicht unbedingt, aber möglich wäre es. Ich nehme jetzt mal diese Maske einmal so rum hinein und dann verschaffen wir dem Gerät mal etwas Strom, wenn man nicht zu ungeschickt ist. Welcome to your cell phone sterilizer. Er ist also da. Und jetzt müssen wir nur noch auf einen der Knöpfe drücken. Disinfection process. Das dauert jetzt eine Zeit. Nicht furchtbar lange, aber man sieht den Balken voranschreiten. Und auch die Ionenkette. Ich werde das die ganze Zeit jetzt filmen, aber schneide eventuell dann später etwas heraus, damit es nicht zu langweilig wird. Hier sieht man, ist mit USB-Anschluss, aber dafür gibt es ja auch entsprechende Adapter für Steckdosen. Muss also nicht unbedingt in der Nähe eines PCs stehen.
disinfection done. So, das Gerät ist also fertig. Wie gesagt, werde ich nachher einiges rausschneiden, dass es schneller geht, wenn dann also die Leuchtdioden relativ schnell nacheinander aufleuchten. In Wahrheit sind es vielleicht so 5 Minuten. Ich werde das für euch beschleunigen. Ich denke, so reicht es noch nicht unbedingt. Daher lege ich die Maske dann jeweils nochmal andersrum hinein. Und bevor ich das mache, lasse ich die jeweilige Stoffmaske auch, hänge ich die auf und lasse sie austrocknen. Und dann mache ich das. Disinfection process. Dieser Prozess findet dann also nochmal statt. Ich werde ihn auch laufen lassen, aber kann den Clip eigentlich jetzt mal abbrechen, weil es ist, denke ich, klar, wie es funktioniert. Und werde die Maske dann herausnehmen und ich denke, dass sie dann okay ist. Nochmal ganz kurz zu dem Licht. Das wird heute auch schon in Großstädten zur dauerhaften und fortwährenden Desinfektion von den Handläufen bei Rolltreppen benutzt. Ja. Das halte ich eigentlich für eine ganz gute Idee, weil nicht nur wegen Corona auch andere Viren und Bakterien vor allem finden sich darauf ja gerne wieder. Und damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. See you. See you.